Ja, Gaita und Manu heute bei uns. Ja, Gaita, wir waren ja eigentlich schon verabredet in Belek. Das hat ja leider nicht geklappt, weil wir Probleme mit den Kameras hatten und an der türkischen Grenze. Ja, wie bist du ins neue Jahr gekommen, Gaetano? Ja, sehr gut. Mit viel Euphorie, mit viel Kraft und habe mir vieles vorgenommen. Ja, ich freue mich auf die Rückrunde und ja, hoffe, dass wir sehr erfolgreich sind. Du sagst gerade, du hast dir vieles vorgenommen. Was nimmt sich ein sportlicher Leiter fürs neue Jahr vor? Ja, ich nehme mir das vor, dass die Mannschaft fu funktioniert mit einem neuen Trainer. Wir haben jetzt ja einen neuen Trainer, dass der ordentlich installiert wird, dass der sich wohlfühlt, dass die Mannschaft sich wohlfühlt und dass man alles dafür tut. Ja, du sprichst den neuen Trainer gerade an. Ja, im Dezember, als du den neuen Trainer vorgestellt hast, hat man dir sofort angemerkt, ja, du warst förmlich angetan von Ersan Palatan. Wie waren denn die ersten Wochen oder jetzt der erste Monat mit Ersan? Ja, sehr, sehr fordernd. Man merkt, dass das ein Trainer ist, der schon vieles erlebt hat. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er ist sehr strukturiert, sehr detailbesessen. Ja, und das ist das, was ich mir so vorstelle als Verein, dass wir da einen Trainer haben, der wirklich Gas gibt. Und man merkt auch im Training, dass die Intensität viel, viel höher ist. Und deswegen macht mir das sehr, sehr viel Spaß. Jetzt hast du zum ersten Mal als sportlicher Leiter beim WSV einen Trainer geholt. Hol die Fans mal ab. Wie gehst du da vor? Bewerben sich viele Leute bei dir? Gehst du auch offen auf Trainer zu und sagst, hör mal, kannst du dir nicht vorstellen, zu uns zu kommen? Wie läuft so etwas? Nein, ich glaube, bei jedem Verein ist es so, dass da viele Bewerbungen reinkommen und wir haben uns alle Bewerbungen angeschaut oder ich habe dann irgendwann reduziert auf 10 Bewerbungen und unser Profil war ganz klar, dass wir einen Fußballlehrer haben wollten und da habe ich mich auf 10 reduziert, habe dann mich mit den 10 getroffen in den letzten Wochen vor Weihnachten und dann war die Entscheidung einfach für Ersan als Team, haben wir entschieden, dass Ersan passen kann und ja, wir sind bis jetzt die ersten Wochen sehr, sehr zufrieden. Ja, du sprichst die ersten Wochen an. Gerade eben schon gesagt, wir wollten eigentlich im Trainingslager miteinander sprechen. Ja, ich glaube, wir haben genau die richtige Zeit erwischt, oder? Mit dem Trainingslager. Ja, wenn man gesehen hat, was in Deutschland los war, waren wir im richtigen Moment weg. War auch sehr wichtig als Mannschaft oder für den neuen Trainer, dass wir im Trainingslager waren. Nochmal da einen großen Dank an Fithem, dass er es ermöglicht hat. Es war für uns sehr, sehr wichtig, weil da Ersan gut arbeiten konnte und das, was Ersan vorhat, seine Struktur, seine Idee im Fußball, dass er das verwirklichen kann, brauchte er Zeit und ich glaube, dafür haben wir im Tennis ja gut arbeiten können und es hat alles gepasst. Du sprichst gerade die Idee an, wenn die Trainer zu dir ins Büro kommen oder wo auch immer ihr euch getroffen habt, gehst du dann mit dem Trainer auch wirklich durch? Ja, eine Mannschaftsaufstellung oder ein Spielsystem, präsentieren die Trainer das dann richtig oder wie läuft so etwas? Ja, erstmal kommt es an, was für eine Philosophie, was hat ein Trainer für eine Idee hinter, wie kennt er die Spieler, wie geht er mit dem Verein um. Da geht es um viele Punkte. Und da war mir wichtig einfach, dass wir vielleicht einen anderen Typen kriegen, als den wir vorher hatten und der vielleicht mehr auf Disziplin achtet, der Details besessen ist. Und da haben wir, glaube ich, einen Trainer jetzt gefunden, der wirklich alles mitbringt. Jetzt schauen wir mal, dass wir gut starten. Und alles dafür tun, dass wir mit einem Dreier starten. Wie sieht denn für dich so eine Kommunikation aus? Wir sprechen gerade die ganze Zeit über den Cheftrainer, aber wir haben ja auch noch andere Trainer. Ich denke da zum Beispiel an René Grabowski, unseren Torwarttrainer, oder auch an Andy Steinmann, unseren Co-Trainer. Kommunizierst du tagtäglich mit den Jungs? Ja, schon. Also ich habe jetzt ja in der Aufstellung habe ich ja sag mal, nichts zu melden. Das heißt, wäre klar, wenn ich mein Feedback geben, was ich im Training sehe, weil ich ja bei jedem Training dabei bin. Trotzdem ist es ja wichtig, dass sich alle wohlfühlen, auch Andy, auch unser Torwarttrainer, das ganze Team. Und dann ist es mal wichtig, mal reinzuhören und das tue ich auch. Und es sieht alles gut aus, die verstehen sich gut, die arbeiten gut und das ist immer das Wichtigste. Ja, viele Fans fragen sich immer, Gaetano Mann, unser sportlicher Leiter, was macht er den ganzen Tag? Wie sieht denn dein Tag aus, wenn wir dich nicht morgens zum Interview bitten? Ja, manchmal frage ich mich das auch, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn ich das Telefon dann sehe, das fängt ja morgens an, schon um 8 Uhr, da ruft der Erste an und das gibt dann bis abends bis 10 Uhr. Und ist manchmal viel, jetzt erst recht jetzt im Januar, da war es sehr viel, weil wir ja immer was zu tun haben. Organisation, um die Mannschaft rum, da ist immer viel zu tun und man hält immer die Augen auf. Ich habe ja keinen Teammanager oder keinen Scout, dass ich da selber immer viel unterwegs bin, weil es am Wochenende auch Spiele gucken, wie Gladbach gegen Oberhausen oder Münster gegen Essen jetzt.
da muss ich selber alles machen und deswegen, also die Woche geht schnell rum. Das heißt, mit Training schauen, mit Analyse vom Training, mit Trainerteam, da ist die Zeit schon sehr aufwendig. Ja, du sprichst gerade den Scout an, das hast du ja auch bei uns in der Vergangenheit gemacht. Das ist ein Riesenunterschied für dich. Jetzt guckst du die Spiele jetzt anders. Du hast gerade angesprochen, du warst am Samstag in Gladbach, Sonntag in Münster. Guckst du es nochmal mit einem anderen Auge als früher? Nein, das Auge bleibt ja gleich. Also versuche schon dann die Spiele zu gucken, einfach um vorbereitet zu sein. Weil es wird ja nach dem Januar jetzt wird eine neue Transferphase kommen im Sommer. Da muss man gut drauf vorbereitet sein. Und wenn man nachdenkt, bin ich erst Mitte April gekommen, da war es schon ein bisschen spät. Das heißt, dass wir jetzt frühzeitig arbeiten können. Und da muss ich immer drauf vorbereitet sein. Und deswegen versuche ich auch viele Spiele zu gucken. Um einfach, wenn Spiele angeboten werden oder wenn wir Spiele haben wollen, dass ich weiß, was ich will. Schaust du dir jetzt auch die kommenden Gegner an? Hast du zum Beispiel in den letzten Wochen dir mal Schalke 04 Amateure angeschaut? Ja, dadurch, dass sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt haben, konnten wir die nicht schauen. Also wir haben kein Videomaterial. Wir haben von den ersten Spielen ein paar Videomaterial und deswegen konnten wir die nicht schauen, sonst hätte ich mir gerne angeschaut, ja. Wie sieht denn das aus? Zum Beispiel Sonntag war ja auch Ersan beim Spiel in Münster dabei. Seid ihr dann auch mal am Diskutieren und guckt euch dann wirklich das System an und sagt, Vorsicht, die spielen über rechts mehr oder passt auf den linken Flügelspieler auf? Geht ihr dann direkt in die Diskussion oder macht ihr das anschließend? Ja, eigentlich diskutieren wir eher, wer gut und wer schlecht ist. Also wir gucken schon Spieler mehr, gucken klar, wie die spielen im System, was die vorhaben. Zum Beispiel jetzt die Essener sind auf Dreikette umgestiegen zur Halbzeit und dann sind sie auch nicht mehr so ins Spiel gekommen, weil die in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut waren. Und dann haben sie das Spiel am Ende auch verloren. Und dann habe ich mich auch hinterfragt, warum die auf Dreierkette umgestellt haben von der Viererkette. Da diskutiert man, also was heißt, man redet darüber, aber man redet mehr über Spieler. Der ist ja ganz gut, der ist ganz schlecht oder der wäre was für uns. Und da unterhalten wir uns eben so. Ja, du sagst gerade, wer gut oder schlecht ist. Was würdest du denn sagen, wie gut sind wir auf die Rückrunde vorbereitet, die am Samstag startet? Es hängt immer vieles davon ab, wie man startet. Und wir haben alles dafür getan jetzt. Wir haben jetzt diese 4,5 Wochen hart gearbeitet. Man hat gemerkt gegen Felbert, dass die Jungs platt waren. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir haben gesehen, die erste halbe Stunde, dass wir wirklich gut vorbereitet sind. Und jetzt wollen wir alles dafür tun, dass wir für Samstag einfach da sind und die Zuschauer, die da sind, einfach eine gute Mannschaft sehen, das, was sich alle vorstellen. Und da freue ich mich drauf. Ja, es gab bei uns ja auch Veränderungen. Wir haben Stand jetzt 3 Abgänge und auf der Sollseite hat sich auch etwas getan. Wie zufrieden bist du denn da mit den Neuzugängen und auch, dass die Abgänge so gut bisher geklappt haben? Erstmal bin ich froh, dass alles geklappt hat, dass die Jungs einen neuen Verein gefunden haben und wir auflösen konnten und da einfach die Spieler nicht an der Backe haben, sag ich mal so. Das ist jetzt so ein bisschen, aber es ist immer schwierig, wenn Spieler keine Rolle mehr in der sportlichen Planung sind, dann die noch an der Backe zu haben. So hat alles gut geklappt. Wir wünschen den Spielern alles Gute, dass sie wieder Spaß am Fußball haben, dass sie da Gas geben können. Und von unserer Seite haben wir mit 2 Spielern geholt, die charakterlich top bei uns reinpassen, die sich gut angepasst haben schon. Mit Schmeling und Wozniak, die machen einen tollen Eindruck als Charakter. Die müssen sich auch erstmal einleben, im Wuppertal erstmal kennenlernen, aber das scheint alles zu passen und jetzt schauen wir mal, ob wir noch mal was machen. Da sind wir kurz davor, vielleicht noch einen 6er zu machen und würde mich freuen, wenn ich da eine Einigung erzielen kann. Wie sieht das aus? Du sprichst gerade Schmeling und Wozniak an, die uns bereits verstärkt haben. Sind das dann auch Spieler, die du vorher schon mal beobachtet hast? Ich meine, die haben ja auch beide lange im Ruhrgebiet gespielt, hier in der Umgebung, da kennst du dich ja bestens aus. Oder sind das manchmal auch wirklich Spieler, die zum Probetraining kommen, die du vorher gar nicht kanntest? Also Schmeling kannte ich eben von Bövinghausen. Der hat sich ja dann vor 2 Jahren entschieden, in die Oberliga zu gehen, obwohl er ein talentierter Spieler war, den ich sehr oft spielen gesehen habe in der Oberliga, wo ich immer gesagt habe, er hat eine Top-Mentalität. Ein guter Spieler, der auch schon in der dritten Liga war, in dem jungen Alter. Da war er, dass ich gedacht habe, okay, wir suchen jemanden, der Konkurrenzkampf dem Mert Gökçen gibt. Und bei Wozniak war es so, der war im Training da, war ein guter Typ, hat gut gehalten im Training, hat einen guten Eindruck hinterlassen. Da haben wir uns dann entschieden, dass das vom Typen her passt und deswegen haben wir beide geholt. Ja, du hast gerade eben angesprochen, du bist ja erst mitten in der Saison wiedergekommen, letzte Saison, hast übernommen, dass du sehr spät dran warst. Jetzt haben wir uns mal ein bisschen umgehört, auch bei Kollegen von dir, von anderen Vereinen, die wirklich sagen, Hut ab, was du da für einen Kader zusammengestellt hast. Macht dich sowas glücklich, wenn du sowas hörst und bist du mit dem Kader auch glücklich?
Ja, ich bin schon zufrieden mit dem Kader, aber irgendwo hoffen wir der Musik ja hinterher. Wir haben ja schon vieles vorgenommen. Wir sind am Ende 9 Punkte hinter dem Ersten. Das war nicht das Ziel. Ich glaube, es wäre mehr möglich gewesen in der Hinrunde. Und jetzt gilt es einfach nicht zu denken, ob ich jetzt glücklich bin oder unzufrieden. Es geht darum, dass wir jetzt nochmal nachverbessern können, vielleicht mit einem Sechser. Und der uns fehlt einfach, der im Sommer nicht geholt worden ist, weil wir mit Perez die Hoffnung hatten, dass es klappen kann. Und es hat jetzt nicht gepasst mehr. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wenn wir den Sechser jetzt noch kriegen, dass wir einen guten Kader haben, dass wir schlagkräftig sind und das liegt an der Mannschaft, jetzt am Trainerteam, da jetzt ein Team rauszumachen und dass wir gut starten. Ja, du hast in den letzten Wochen immer von 15 Endspielen gesprochen. Bleibst du bei der Aussage? Ja, ich habe im neuen Jahr mir gesagt, ich denke erstmal am nächsten Spiel. Das ist für mich ein Endspiel am Samstag. Und da müssen wir alles dafür tun, dass wir gut starten. Und das heißt, ein Dreier, wir haben, glaube ich, mehr Heimspiele als Auswärtsspiele. Und wir müssen im eigenen Wohnzimmer eigentlich alles dafür geben, dass wir einen Dreier holen. Und da müssen wir alles für tun. Und darauf hält sich mich erstmal fest, dass ich nur am nächsten Spiel denke. Ja, das nächste Spiel denken. Ich habe das Gefühl, du denkst Tag und Nacht an WSV und an deine Familie. Du sagst selber von dir, der WSV, das ist mein Verein. Das sagt man, glaube ich, nicht über jeden Verein. Wie ist das gekommen, dass der WSV mittlerweile dein Verein ist? Ja gut, man darf ja nicht vergessen, dass man 10 Jahre jetzt im Verein ist. 6 Jahre als Spieler, jetzt das 4. Jahr als Funktionär, das kann man nicht wegradieren. Das ist eben so, dass ich dem Verein ein Viertel meines Lebens einfach hier bin schon und bin in der Nähe, ich komme aus Hagen. Das ist ganz nah dran eigentlich, sind 30 Kilometer und ich fühl mich sehr wohl hier, sehr verbunden. Habe auch schöne Zeit hier erlebt als Spieler, war Captain dieses Vereins, jetzt sportlicher Leiter, wie ein Kaderplaner, Scout. Habe schon alles erlebt und ich glaube, es gibt keinen Verein, wo ich sage, wo ich länger war. Und würde mir nur wünschen, dass wir einfach weiter erfolgreich arbeiten können, dass wir jetzt wirklich eine gute Rückrunde spielen. Dann werden wir sehen, was am Ende passiert. Du warst ja damals bei uns in der 3. Liga erstmal nicht als Spieler, bist dann in die 2. Liga nach Osnabrück gegangen. Was würdest du sagen, was unterscheidet, du kennst die 2. Liga, was unterscheidet den WSV in der Regionalliga noch am meisten, ja, wirklich vom bezahlten Profifußball? Ja, was unterscheidet einen? Das ist, am Ende sind wir schon Profitum. Wir müssen jetzt einfach in der Liga höher kommen, in der 3. Liga, um einfach dieses Umfeld zu wecken und zu sagen, okay, man ist dann in ganz Deutschland wieder, man ist dann in der, man sagt früher mal in der Sportschau. Und dafür müssen wir alles tun, einfach für die Stadt. Weil ich habe hier Zeiten erlebt, wo 10.000 Leute ins Stadion kommen und das muss unser Ziel wieder sein. Und das kannst du nur schaffen, wenn du wieder aufsteigst und dann gute Vereine wie Beispiel jetzt in der Liga Dresden, Mannheim, die uns dann hin besuchen und dann die Stadien voll machen. Und das muss unser Ziel sein, dass wir sagen, solange wir die Hilfe von Friedheim haben, dass wir alles dafür tun, dass wir sagen, okay, wir bringen den Verein in der 3. Liga und dafür müssen wir uns alle unterordnen. Und das heißt, Gas geben, akribisch arbeiten. Und den Wunsch, WSV wieder in die 3. Liga zu haben, alles dafür zu tun. Ja, du bist damals in die Oberliga wiedergekommen zu uns, hast uns dann noch direkt hochgeschossen in die Regionalliga. Ja, was hat dich da damals bewogen, den Vertrag bei Viktoria Köln aufzulösen und quasi den Schritt eine Liga tiefer zu machen? Ein guter Ansatz, das versuche ich auch auf den Spielern zu vermitteln bei den Verhandlungen, dass man das Spaß am Fußball wichtiger ist als Geld. Und deswegen versuche ich dann oft Spielern, die vielleicht von außerhalb kommen, das zu vermitteln, dass man vielleicht einen Schritt zurückgehen sollte, um wieder Spaß am Fußball zu haben, anstatt aufs Geld zu gucken. Und das ist so ein Ansatz, den ich oft bei den Spielern wende, weil ich sage immer, Jungs, spielt Fußball lieber, als statt irgendwo in der 3. Liga auf der Bank zu sitzen. Und das ist der Weg und da nehmen viele Spieler was mit und so gehe ich das an. Und ich bin einfach froh, damals wieder zurückgekommen zu sein, weil ich einfach wieder Spaß am Fußball haben wollte. Ja, dann bist du, wie gesagt, noch länger bei uns geblieben. Dann hast du irgendwann auch gesagt, ich beende die aktive Karriere beim WSV, hast du noch in Hagen gespielt und bist dann Scout geworden. Wie sah dein Alltag da aus? War das weniger Arbeit als jetzt? Anders. Anders. Man hat jetzt mehr Verantwortung. Vorher war es so, dass ich mit Stefan sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe, ihn zugearbeitet habe, habe ihm vieles weggenommen
Und jetzt ist es so, dass ich alles alleine bin und habe am Ende das Sagen und das ist schon, du hast mehr Verantwortung. Und vorher war es so, ich bin viele Spiele gucken, noch mehr. Das heißt, ich war ja nie bei den Heimspielen da, also bei unseren eigenen Spielen. Und jetzt bin ich ja so, dass ich schon mal bei meinen eigenen Spielen da bin und dann noch nebenbei noch Spiele gucken gehen muss, und um einfach darauf vorbereitet zu sein. Und jetzt ist es so, ja, es macht Spaß, man hat aber mehr Verantwortung. Das macht mir aber Spaß, weil ich ja für den Verein ja lebe und das ist das, was ich auch wollte, ja. Ja, du hattest dann ja die Chance und du warst ein paar Wochen bei Rot-Weiß Aalen. Damals warst du ja sportlicher Leiter. Dann kam unerwartet der Anruf vom Wuppertaler SV. Musstest du dort lange überlegen, ob du zurückkommst oder nicht? Nein, es war, hätte ich nie dran geglaubt, dass ich jetzt, nachdem ich 8 Wochen dort war, dass das nochmal so passieren könnte. Wo es passiert ist, war ich schnell froh drüber, dass es diese Möglichkeit geben kann. Ich musste ein paar Sachen klären, weil ich hatte dort langfristig unterschrieben und ja, bin froh, dass es geklappt hat, dass ich jetzt bei meinem Verein bin und ich Gas geben kann. Nochmal, ich bin am Ende enttäuscht, dass wir 9 Punkte hinterm ersten sind, aber werde nicht aufgeben. Ich werde bis zum letzten Moment dran glauben, dass wir eine gute Rückrunde spielen, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, um anzugreifen, und dafür werde ich alles tun. Ja, du hast eben selber angesprochen, du bist sehr spät gekommen. Wie würdest du deine Zeit beim WSV, die jetzt noch kein Jahr wieder ist, zusammenfassen? Ja, ich bin wiedergekommen. Das war sehr turbulent, weil wir kaum einen Kader hier hatten. Wir hatten 5 Spieler unter Vertrag. Wir haben jetzt am Ende 25 Spieler unter Vertrag. Also da haben wir vieles gemacht. Es war sehr, sehr stressig am Anfang, weil man vieles filtern musste und die Zeit nicht da war. Wir haben viele Spieler nicht bekommen, die auf dem Markt waren, die sich schon anders entschieden hatten. Als Beispiel, so Montag hätte ich gerne gehalten von Oberhausen. Da war aber schon die Zusage bei Oberhausen. Da war ich einfach zu spät da. Und wir haben einen super Start gehabt in der neuen Saison. Haben dann uns, glaube ich, meiner Meinung nach zu viel dafür ausgeruht. Haben nicht dafür weiter Gas gegeben. Und jetzt müssen wir es gucken, dass wir das korrigieren und das neue Jahr einfach anders so starten wie die Anfang der Saison. Ja, werde ich ein bisschen beobachtet, sei es beim Training, sei es beim Spiel. Du bist immer mit mindestens 100% dabei. Ist das deine Mentalität? Du warst als Spieler ja auch immer dabei. Oder wie würdest du dich beschreiben am Spieltag? Ja, am Spieltag bin ich natürlich, es ist natürlich noch ein bisschen schwieriger geworden, weil du nicht mehr mithelfen kannst aktiv. Aber ich lebe das, egal was ich spiele, ob ich mit Kumpels spielen gehe, will ich immer gewinnen und bin sehr ehrgeizig, kann schlecht verlieren. Und deswegen, das ist meine Mentalität, dafür alles zu geben. Das habe ich am Platz immer gegeben, auch im späten Alter noch. Und werde immer diese Mentalität haben. Und man kann den Charakter nicht ändern vom Menschen. Der ist so und ich werde alles dafür geben. Auch wenn es mal nicht läuft, werde ich dafür gerade stehen und sagen, okay, dann ist das so. Aber ich werde alles dafür geben, dass der Verein irgendwann mal in der Liga höher kommt. Mir fallen nicht viele Menschen ein oder Persönlichkeiten ein, die beim WSV auf dem Spielfeld waren als aktiver Spieler, jetzt wie du auf der Trainerbank und auf der Tribüne. Als Scout warst du ja häufig in Anführungszeichen nur auf der Tribüne. Wo fühlst du dich am wohlsten? Wenn ich ehrlich bin, auf der Tribüne. Jetzt. Und hast du deswegen die rote Karte gegen Wiedenbrück eingefangen, nochmal auf die Tribüne zu kommen? Ich habe ihm nur das Foto gezeigt, dass es ein ganz kleines Handspiel war. Außer ab der 16er, ich wusste nicht, dass man das nicht zeigen darf, ein Foto. Hol die Fans noch mal ganz kurz ab. Erklär noch mal kurz, was du da oder was hier passiert ist. Es war eine Aktion, wo wir im Stande vom 0-0 der Torwart 20 Meter vom Tor rauskommt, seinen eigenen Spieler einschießt und den Ball mit der Hand mitnimmt. Das war ganz klar Handspiel. Und ich hatte dann von Fotografen ein Foto während der Bank, also während der Spielzeit gekriegt, wo das ein Handspiel war, wo es ganz klar zu sehen ist. Und dann bin ich einfach zur Halbzeit zum Schiedsrichter gegangen und wollte ihm das zeigen, und nicht böse. Und dann hat er mir sofort die rote Karte gegeben. Und ja, ich wusste nicht, dass man das nicht zeigen darf. Er hat sich, glaube ich, auch ein bisschen angegriffen gefühlt vor den Fans. Und ja, ich lerne auch dazu, dass das nicht geht. Und sonst bin ich eher ruhig auf der Bank. War das dann ein Schlag ins Gesicht für dich? Weil du bist ja schon auch immer mit dem Trainer oder mit dem Co-Trainer im Gespräch, dass du dann ein Spiel, in Anführungszeichen, nur auf die Tribüne durftest? Nein, das ist für ein Spiel ist es okay, aber generell ist es wichtig, dass du dabei bist auf der Bank, dass es unterstützt, dass es die Entscheidung trifft, der Trainer, aber trotzdem kann man ja unterstützen, Spieler mal vielleicht pushen,
der auf der Bank sitzt, der vielleicht nicht startet. Es ist immer wichtig, dass man dabei ist und das eine Spiel konnte ich ihm verkraften. Ja, wir haben über das Trainingslager in Bilek gesprochen. Man munkelt immer, das Trainingslager ist auch eine super Zeit für dich, weil du hast die Spieler auch 24-7 um dich herum. Führst du dann auch Gespräche mit Spielern oder auch mit dem neuen Trainerteam? Erstmal viele Gespräche mit dem Trainerteam, weil neuer Trainer, man hat sich neu kennengelernt. Klar, man trifft dann gewisse Entscheidungen mit Spielern, die man vielleicht weiter plant, die eine gute Saison spielen. Da hat man drüber gesprochen und da habe ich mir abends die Zeit genommen, mit gewissen Spielern zu sprechen. Und ja, da hat man schon zu tun, weil wir hatten ja auch den Stress mit Budapest, dass sie uns einen Tag vorher das Spiel abgesagt haben. Und da hat man schon viel zu tun gehabt. Man hat zweimal Training am Tag, also die Zeit ging schnell rum. Wie sieht der Plan bei dir jetzt aus? Du hast gerade selber angesprochen, du bist nicht ganz zufrieden, wir haben 9 Punkte Rückstand. Gibt es jetzt zwei Pläne bei dir im Kopf? Einmal, wir spielen in der nächsten Saison weiter in der Regionalliga West. Oder gibt es auch schon den Plan, wenn wir es vielleicht doch noch schaffen sollten, Plan dritte Liga? Man muss als sportlicher Leiter immer alles planen, aber wir sind auf alles vorbereitet. Wir müssen Gas geben jetzt erstmal und dann müssen wir schauen, was am Ende passiert. Und wenn wir am Ende eine gute Rückrunde spielen und es fehlen 2, 3 Punkte, dann ist das so. Dann müssen wir gucken, dass wir die neue Saison noch besser planen und noch besser arbeiten. Und das muss das Ziel dann sein. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt uns aufgeben. Das heißt, wir werden jetzt erstmal das nächste Spiel schauen, das ist Schalke. Es wird schwer genug, weil Schalke, wenn man das Innenspiel sieht, die ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, eine sehr gute Amateurmannschaft. Wir haben generell einen schwierigen Start in Rödinghausen, die mit Toku im Aufwärtstrend sind. Danach kommt Köln 2, die auch eine sehr gute Amateurmannschaft sind. Also wir haben schon ein schwieriges Auftaktprogramm. Deswegen, jetzt zählt Schalke, da müssen wir alles für tun, dass wir einfach gut starten und da muss die Mannschaft einfach fokussiert sein. Jetzt einfach diese Woche diese Frische kriegen, dass sie einfach nicht so wie gegen Fairwert ein bisschen müde wirken, sondern jetzt diese Woche einfach da sind. Und da vertraue ich das Trainerteam, dass sie die richtige Trainingssteuerung haben, dass wir am Samstag voll da sind. Ja, du sagst Trainingssteuerung. Wie sieht es die Woche aus? Trainiert ihr denn normal in der Woche vor dem ersten Spiel? Oder was macht er so ein paar Tage? Sagt er vielleicht auch mal, nee, wir machen mal eine Übung weniger oder eine Einheit weniger? Weißt du das schon? Ja, ich glaube, vom Plan her bleibt das gleich. Dass wir einmal die Woche zweimal trainieren oder zweimal die Woche zweimal. Das bleibt alles gleich. Ich glaube, die Intensität wird ein bisschen kürzer gemacht. Das heißt, wenn du 1,5 Stunden trainierst, kann sein, dass er jetzt nur 1:10 macht, also dass es kürzer macht, dass wir einfach die Spitzigkeit bekommen für Samstag, dass wir frisch wirken und dass wir dann von der ersten Minute da sind. Du hast gerade eben angesprochen, dass du nicht gut verlieren kannst. Die Winterzeit ist deine Zeit. Du spielst noch aktiv Fußball beim VfL Bochum in der Traditionsmannschaft und auch beim WSV im Winter. Wie ist das für dich, auch gerade auf alte Kumpels zu treffen und einmal ein bisschen vor den Ball zu pölen? Ja, es sind ja 2 Turniere, die irgendwie in der Winterpause da sind, die machen eben Spaß, wenn du dann vor 5.000 Leute mal wieder spielen darfst. Ja, es hat Spaß gemacht. Es ist aber auch wichtig, dass man da Leute sieht, die man früher als Spieler kennengelernt hat, dass man das Netzwerk noch weiter aufbaut. Man trifft ja viele Vereine wie Bayern München, wie Eintracht Frankfurt, Bielefeld, Osnabrück, Bremen. Dann trifft man ein paar Leute und dann kann man da sein Netzwerk aufbauen, dass man dann das weiter aufbaut, ja. Und sonst, wie hältst du dich fit? Weil ich meine, wer das teilweise am Fernsehen sehen konnte, du hast ja noch das eine oder andere Tor gemacht. Ja, eigentlich gar nicht mehr. Also seit 2 Jahren bin ich eigentlich still, aber ich habe dann so einen Ehrgeiz, dass ich dir an den Tag alles raushaue. Und obwohl ich da mal ein paar Wehwehchen mehr habe, ja, das ist alles der Ehrgeiz. Was sich viele immer fragen, das hast du ja gerade auch bestätigt, bei dir steht das Telefon nicht still, du bist den ganzen Tag für den WSV unterwegs. Was sagt deine Familie eigentlich dazu? Oder hast du gar keine Familie mehr? Ist der WSV ja, deine Familie? Doch. Also ich habe 2 Kinder und ich bin beide Fußball. Ich muss natürlich mir zurzeit anhören, wenn ich meinem Großen mal was sage, dass er mir sagt, du bist doch nie da. Und das tut dann auch weh, weil der spielt samstags auch immer. Der ist 12 Jahre alt und ja, klar, als Papa möchte ich gerne mal dabei sein, aber es ist mein Job. Das weiß meine Familie, die unterstützen mich auch bei. Und ja, das ist so. Und das habe ich so angenommen. Und ich wusste vorher, was auf mich zukommt. Würdest du deinen Kindern wünschen oder vielleicht auch raten, wenn der Weg sich ergeben würde, auch denselben Weg wie der Papa einzuschlagen und Fußballprofi zu werden?
Ja, ich glaube, das ist der Wunsch von vielen Papas, sage ich mal, von Vätern, die Kinder haben, Jungs haben, die Fußball spielen. Aber ich wünsche einfach nur meinen Kindern Gesundheit und dass sie in der Schule gut sind. Und der Rest kommt so, wie es kommen soll. Man darf keinen unter Druck setzen. Es ist so, dass die Kinder ihren Weg gehen und mir hat auch keiner vorher was vorgeschrieben. Das heißt, die gehen ihren Weg und wenn die das Talent haben, dann werden die schon ihren Weg gehen. Welche Position spielen deine Kinder? Könnte das auch ein Zehner werden wie du, dein Sohn oder deine Söhne? Ich denke ja nicht, sind beide Abwehrspieler. Okay. Ja, du hast ja damals den Sprung aus der A-Jugend in die erste Mannschaft in Sprockhövel geschafft und bist dann anschließend zum VfL Bochum gegangen. Du kennst eine Amateurmannschaft wie kein anderer bei uns. Wird immer viel gesagt, das ist kein richtiger Männerfußball. Wie würdest du das aktuell bei uns in der Liga einschätzen? Jetzt Samstag Schalke 2, das ist eine U23. Spielen die wirklich, trainieren die anders als wir, wie wir immer sagen, im Männerfußball? Es hat sich ja geändert. Man muss ja sagen, dass die Amateurmannschaft oft drei, vier Spieler haben, die erfahren sind. Zum Beispiel Schalke mit Lasogga, mit Albutat, mit Kaparos. Da sind viele Spieler bei, die schon vieles erlebt haben. Und es hat sich ja schon ein bisschen geändert gegenüber meiner Zeit. Früher war es eine Amateurmannschaft, eine junge Mannschaft, junge Spieler. Jetzt ist es schon, dass schon drei, vier erfahrene Spieler dabei sind und trainieren ja viele oben mit bei der ersten Mannschaft. Also das ist nicht so wie früher. Es ist schon auch körperbetont, dass sie schon sehr, sehr stark sind, die Amateurmannschaft heutzutage. Würdest du sagen, als sportlicher Leiter, das ist vielleicht etwas, was dem BSV auch fehlt? Unsere zweite Mannschaft spielt aktuell in der Kreisliga B. Ich denke mal, das ist nicht sinnvoll, dass wir da Spieler gegenseitig austauschen. Ja, es wäre natürlich perfekt, wenn eine zweite Mannschaft mindestens in der Oberliga spielen würde. Aber das haben wir nicht. Wir können nur die Gegebenheiten geben und die sind nicht da. Und da müssen wir auch weiter wachsen. Strukturen aufbauen, dass wir die zweite Mannschaft höher kommen lassen. Ja, eine andere Mannschaft, die nicht die zweite ist, aber in der Bundesliga spielt, ist unsere U19. Wie verfolgst du die denn? Ja, da gucke ich auch oft. Da habe ich ja volles Vertrauen an Britscho, dass er die Mannschaft hinkriegt. Der hat das super hingekriegt. Jetzt sind da die Spiele, die er gemacht hat. Und bin da sehr zuversichtlich, dass er seine Ziele erreicht. Und das wäre natürlich, wenn wir die Klasse halten würden, wäre es ein Riesenerfolg. Und da haben wir alles getan, jetzt auch in der Winterpause nochmal drei, vier Veränderungen. Und da hoffe ich einfach nur, dass das klappt, dass das passt, dass sie alles dafür geben. Und ja, das könnte passen. Und ja, ich hoffe, dass der Blitz schon weiter seinen Weg so einschlägt. Sind ja viele Jungs, sag mal zum Beispiel der Hugo Schmidt oder der Kilian Bielitzer, war sogar mit dem Trainingslager. Sind das auch Namen, mit denen du dich über Sommer hinaus beschäftigst? Ja, klar, man wünscht sich immer, dass man welche von der U19 hochzieht, aber es muss passen. Die müssen die faire Chance haben. Das heißt, die müssen das Talent haben, das zu schaffen, sonst bringt das nichts. Und da sind schon Spieler bei, die sehr interessant sind. Und da sind wir auch dabei, vielleicht ein, zwei Spieler für die neue Saison auch zu verpflichten. Ja, abschließende Frage. Samstag geht es gegen Schalke 04. Was musst du bis dahin noch alles erledigen? Du hast gesagt, du bist noch in finalen Gesprächen mit einem neuen defensiven Mittelfeldspieler. Was steht sonst noch bei dir auf dem Programm bis am Samstag? Ja, ich hoffe, dass wir einfach eine gute Woche haben, verletzungsfrei bleiben, dass das mit dem Transfer klappt. Und dann hoffe ich einfach nur, dass viele Zuschauer kommen, uns unterstützen und sagen, wir wollen alle Samstag kommen. Das Wetter spielt mit, wir haben trockenes Wetter und wir einfach eine gute Stimmung haben, weil ich glaube, es könnte der Mannschaft auch Kraft geben. Man hat es ja gesehen gegen Aachen, wo unsere Ultras nicht da waren. Es hätte uns, glaube ich, nochmal in den letzten Minuten nochmal einen Push gegeben und ich hoffe darauf, dass viele Leute kommen, dass unsere Ultras kommen, die uns unterstützen und dann Vollgas voraus und hoffe, dass wir mit 3er starten. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, dadurch, dass du schon so lange da bist. Du kennst wirklich viele Fans, die schreiben dir, glaube ich, auch, du sprichst häufig mit denen. Ist das nochmal enorm wichtig für dich, auch nochmal so den Fans wirklich viel zu sprechen oder überhaupt zu sprechen? Ja, klar, die Fans wollen natürlich vieles hören. Es ist immer wichtig, denen auch mal was zu sagen, dass sie wissen, warum das passiert. Ich kann nur sagen, ich mache keine Entscheidungen, die gegen den Verein sind, also nur für den Verein, weil ich sage immer, der Verein steht über alles. Und deswegen ist es immer wichtig, auch mal zu kommunizieren. Das tue ich, weil ich es am meisten auch mitverfolgen kann, weil ich weiß, wie ich als Spieler war, wie jetzt als sportlicher Leiter und deswegen kann ich den Leuten auch dann vieles mitgeben. Nochmal, ich würde mir wünschen, dass viele Leute kommen am Samstag, dass sie wirklich sagen, wir geben uns noch nicht auf und kaufen sich alle nochmal eine Karte und kommen am Samstag. Weil bis jetzt, wie ich weiß, ist es nicht so viel
Das finde ich schade, weil wir dürfen uns nicht aufgeben. Und da appelliere ich nochmal, kommt bitte ins Stadion und unterstützt diese Mannschaft. Das sind doch super Schlussworte. Danke dir, Gaetano. Und dann drücken wir die Daumen, dass alles Danke so dir. Klappt. Dann sehen Danke. Wir uns Donnerstag. Ciao.